Als nächstes kommt ein weiterer Redebeitrag. Es soll der letzte für diese Kundgebung sein. Euch ist bestimmt warm. Aber wir sind mittlerweile viele und wir sind laut. Das heißt, wir können ein Zeichen setzen. Okay, als nächstes kommt Elmar Altbarter. Er ist Professor für Politikwissenschaften und forscht zurzeit und schon seit Jahrzehnten zur Globalisierung und Globalisierungskritik. Schön, dass du da bist. Hier kommt dein Mikrofon. Liebe Anwesende, liebe Demonstranten, liebe Demonstranten. Heute sind wir hier, um unseren Protest gegen diese Ungehorsame nach diesen technischen Belehrungen wird es ja hoffentlich funktionieren. Also noch einmal, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Anwesende, liebe Demonstrantinnen, liebe Demonstranten, heute sind wir hier, um gegen die ungeheuerliche Provokation, die von der herrschenden Elite in Europa gegen die Demokratie in Griechenland und gegen die griechische Bevölkerung begangen wird, zu protestieren. Wir müssen protestieren, weil Griechenland möglicherweise nur ein Anfang ist, wenn wir diesem Anfang nicht entgegentreten. Mit unserer Macht, die wir auf die Straße bringen können. Denn Medien wie die Springerpresse, die besitzen wir nicht. Diese Medien, die der Verstärker sind für die Politik der Troika, für die Austerität, die in alle Hirne hineinprügeln, denn dass es keine Alternativen zu dem gibt, was die herrschenden Eliten in Europa, gegenwärtig den Griechen, morgen vielleicht den Spaniern, übermorgen vielleicht auch den Italienern und irgendwann einmal auch hier uns Deutschen auferlegen. Denn wir dürfen nicht denken, dass wir auf der Sonnenseite Europas uns befinden und die anderen auf der Schattenseite. Das kann sich auch ganz schnell ändern. Und den herrschenden Eliten ist das wirklich schnurzpiepend egal. Es geht auch nicht um ökonomische Fragen in dieser Auseinandersetzung um Griechenland gegenwärtig und die Demokratie in dem Land. Die ökonomischen Fragen wären leicht zu lösen. Denkt mal daran oder erinnert euch, dass dieser komische Gipfel von Elmau in Bayern 330 Millionen gekostet hat und das ist, ohne mit den Wimpern zu zucken, bezahlt worden. Denkt daran, dass es überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht hat, viele, viele Milliarden aufzubringen für das ukrainische Regime gegen Russland. Das hat auch kein Wimperzupfen hervorgerufen. Das ist einfach gemacht worden. Die 1,6 Milliarden, die an die IWF hätten gezahlt werden können, wäre aus der Portokasse der Europäischen Zentralbank zu begleichen gewesen. Es geht also gar nicht um Geld, es geht nicht um Finanzen, es geht eigentlich um Regimewechsel. Es geht um einen Putsch und es ist eine Schande, dass unsere Regierung als eine Putschregierung gegen Griechenland auftritt und eine demokratisch legitimierte Regierung zu Fall bringen will, die man aus vielen Presseveröffentlichungen heute also auch nachlesen kann. Wir wissen es alles und wir müssen, weil wir es wissen, auch dagegen antreten, rechtzeitig antreten. Irgendwann könnte es nämlich auch zu spät sein. In Griechenland wird das Exempel statuiert, dass es Alternativen in diesem Europa nicht geben darf. So müssen wir natürlich zugeben, dass in diesem Europa auf demokratische Weise konservative und reaktionäre Kräfte an die Macht gekommen sind und dass wir in demokratischen Wahlen nicht die Mehrheit errungen haben. Das ist eine Tragödie. Das kann man nicht anders bezeichnen als eine Tragödie.
aber wir müssen alles tun, um diese Situation zu verhindern. Der Putsch gegen die griechische Alternative wird von den europäischen Eliten gemeinsam begangen. An der Spitze die deutsche Regierung. Dazu gehören aber auch die konservativen Kräfte aus West- und aus Nordeuropa. Es gehören Mafia-Kräfte aus Südeuropa auch dazu. Es gehören dazu alle diejenigen, die zu dem neuen Europa des Herrn Rumsfeld aus den USA, Sie erinnern sich noch an diesen Verteidigungsminister, zugehören, die neuen Europäer, die dafür verantwortlich sind, dass auf europäischem Boden in Polen, Rumänien und anderswo CIA-Foltergefängnisse errichtet worden sind. Auch die gehören dazu, die sich jetzt über Griechenland hermachen, über die Demokratie in Griechenland und was daraus dann wird, das kann man sich leicht vorstellen. Kein CIA-Foltergefängnis vielleicht, aber eine freie und demokratische Gesellschaft wird sicherlich dichter herauskommen. In diesem Fall Griechenland wird auch der Versuch gemacht, das, was als sogenannter Washington-Konsens bezeichnet wird, noch einmal zu stärken. Für diejenigen, die sich nicht mehr so genau erinnern, der Washington-Konsens ist erarbeitet worden in der Schuldenkrise der sogenannten Dritten Welt in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren bereits. Ein Washington-Konsens, der genau das enthält, was heute als Austerity in Griechenland angewendet wird. Kürzung der Sozialleistungen, Druck auf die Löhne, das heißt auch Druck auf die Gewerkschaften, damit sie ihre Fähigkeit nicht entwickeln können, die Lebensbedingungen der Arbeitskräfte zu verteidigen. Privatisierung von allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Damals hieß das Debt for Equity Swaps. Heute heißt das Debt for Island Swaps. Das heißt, gebt uns um eure schönen Inseln, ihr pleite Griechen, wie die Bild-Zeitung geschrieben hat, und dann erlassen wir euch einen Teil eurer Schulden. Das ist eine Ausverkaufsstrategie, die nur die Reichen noch reicher macht und die Armen auf jeden Fall sehr viel ärmer macht und vor allen Dingen die Kultur in diesem Europa vernichtet. Und vielleicht nicht nur die Kultur, sondern auch die Natur. Das sind die Tendenzen, mit denen wir also hier jetzt zu kämpfen haben. Die Probleme liegen also offen auf der Tagesordnung. Was ist notwendig dagegen? An allererster Stelle wäre ein Schuldenschnitt eine dringende Notwendigkeit. Ein Schuldenschnitt, wie er in der Geschichte immer stattgefunden hat, wenn Schuldner nicht mehr in der Lage sind, ihre Schulden zu bedienen. Oder aber dies nur können, indem sie ihre Bevölkerung auspowern, indem sie sich selber, wie das in dem Shylock-Drama von Shakespeare heißt, indem sie ein Pfund Fleisch aus dem Körper schneiden, um dieses dann an die Gläubiger zu übermitteln. Das wollen wir nicht. Wir sind zivilisierte Menschen und nicht welche, die also solche barbarischen Methoden anwenden gegenüber einem verschuldeten Land. Und ein solcher Schuldenschnitt ist überhaupt nichts Aufregendes, ist absolut nichts Revolutionäres. Der ist schon sehr häufig in der Geschichte durchgeführt worden. Zum Beispiel in Griechenland. Im Griechenland des Solon von Athen. 604 vor unserer Zeitrechnung gab es einen Schuldenmess, die Lastenabschüttelung. Und das, so sagt Aristoteles später, war die Voraussetzung dafür, dass Frieden in Athen einkehren konnte. Und nur im Frieden kann man auch eine Demokratie aufbauen. Wenn wir Schuldner und Gläubiger als Gegner, als Feinde haben, dann kann man keine Demokratie aufbauen oder eine Demokratie erhalten. Insofern ist die Ablehnung eines Schuldenschnitts in diesem Fall auch eine antidemokratische Aktion unserer herrschenden Eliten. Das muss man sagen. Und das war auch nicht nur so im alten Athen. In der Bibel steht es auch, das Jubeljahr ist ein solches Jahr, in dem wir Schulden alle 49 Jahre gestrichen worden sind, damit ein Neuanfang wieder möglich ist. Und wenn wir nicht so weit in die Geschichte zurückgreifen wollen, dann schauen wir doch in das vorige Jahrhundert unsere eigene Geschichte, die deutsche Geschichte. Deutschland ist im Jahre 1931 in einem fürchterlichen Krisenjahr.
Damals hat aber ein großer Ökonom, John Maynard Keynes, einen wichtigen Aufsatz geschrieben über das deutsche Transferproblem, wo er sagt, wenn wir Deutschland nicht entschulden, dann gibt es eine Katastrophe. Und diese Katastrophe ist 1933 tatsächlich über nicht nur uns, sondern über alle Menschheit gekommen. Wir müssen also eine Lösung für die Schuldenkrise finden. Das war seine Schlussfolgerung. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist dies auch realisiert worden, jedenfalls zum Teil im Londoner Schuldenabkommen von 1953, von dem heutzutage sehr viel geredet wird und zu Recht geredet wird. Denn damals ist Deutschland in die Entlastung, in den Genuss der Entlastung der Schulden gekommen, was den Griechen heute von eben diesem, der Regierung dieses Deutschland verweigert wird. Das ist eine Unerhörtheit. Das kann man in keinster Weise akzeptieren. Und das hat noch nicht etwas damit zu tun, dass eben die deutsche Regierung auch bei den Reparationen wegen der Kriegsgräuel für die Deutschland verantwortlich auch abläuft. In anderen Worten, diese Entschuldung ist eine Notwendigkeit und sie ist auch eine Möglichkeit und sie ist eine gerechtfertigte Möglichkeit, die wieder demokratische Verhältnisse dann auch schaffen könnte. Also, wir sollten also weniger über die Schulden und über die Politik unserer Regierung und unserer Verbündeten reden. Wir sollten vielleicht mal ein Projekt schließen und uns daran erinnern, dass Friedrich Engels, der in diesem Jahr seit 120 Jahren tot ist, geschrieben hat über Griechenland, ich muss das zitieren, Griechenland, das ist ein Volk, das in der Philosophie, wie auf so vielen anderen Gebieten, immer wieder gezeigt hat, dass man zu ihm zurückkehren muss, zu den Leistungen jenes kleinen Volkes, dessen universelle Begabung und Betätigung ihm einen Platz in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit gesichert hat, die kein anderes Volk ihn je beanspruchen kann. Das sollten sich unsere Herzen mal zu Herzen nehmen. Sie sollten dies berücksichtigen bei ihren Entscheidungen und kommen dann vielleicht auch zu anderen Ergebnissen. Für uns ist es klar, Griechenland ist eine Wiege der Kultur, von der wir alle heute noch zählen. Griechenland wird in einer Art und Weise behandelt, die man nur als extrem ungerecht bezeichnen kann. Und noch mehr, es ist sogar ineffizient, denn diese Austeritätspolitik hat nur zu einer weiteren Verelendung in Griechenland und anderswo geführt. So geht es nicht weiter. Wir brauchen einen Schuldenschnitt, wir brauchen einen Neuanfang, wir brauchen das Nein bei der Volksabstimmung am Sonntag, um das weiterzumachen. Dankeschön, wir entschuldigen wieder das schlechte Ton.